Hallo und herzlich willkommen alle Zuseher über YouTube und hallo und herzlich willkommen alle Zuhörer über die Podcast-Plattform. Wir haben heute den Patrick Kostner zu Gast und zwar ist der Patrick Dormann bei der ASK Elektra in der vierten Liga Österreich, ist die Wiener Stadtliga. Und er ist Tormann. Ich freue mich riesig, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo und servus, lieber Patrick. Servus, hallo, freut mich auch. Danke für die Einladung. Die erste Frage vorab. Ganz, ganz schwierig, du spielst momentan kein Fußball, ist nicht möglich in der Wiener Stadtliga. Wie haltest du dich persönlich fit? Da haben wir ein super Trainerteam bei der ASK Elektra, da bin ich eigentlich ganz froh. Unser Konditrainer gibt uns da jeden Sonntag ein schönes Wochenprogramm auf. Also da haben wir unsere 3, 4 Laufeinheiten, ein Kraftprogramm. Langweilig wird uns bestimmt nicht, also da haben wir schon einiges zu tun, aber natürlich, wir sind jetzt glaube ich schon in der 7. Woche. Ich kann mein Spinningrad nicht mehr anschauen und die Laufschuhe liebsten verbrennen. Aber ja, es hilft nichts. Wir müssen uns trotzdem fit halten, weil wir wissen ja nicht, wann es wieder losgeht. Wir wissen nicht, wie viele Runden wir noch haben. ASK Elektra hat ja ein großes Ziel in den nächsten 2 Jahren, dass sie unbedingt aufsteigen wollen. Die Vienna ist natürlich als großer Favorit und die sind natürlich eine andere Hausnummer, müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber ja, wir bereiten uns davor, die letzten Spiele zu bestreiten und da müssen wir halt fit sein. Und da bin ich auch wirklich dankbar, dass wir so einen Konditrainer haben, der das wirklich so super umsetzt und dass die Spieler das auch alle mitziehen. Und das ist echt cool, ja. Ja, ich folge dir auf Instagram und ich sehe eigentlich jeden Tag deine Einheit am Radl. Also wenn es so weitergeht, kannst du mitmachen bei der Tour de France erst. Ja, nein, ich glaube, dann höre ich auf mit Kicken und steige wirklich aufs Radl um. Das ist vielleicht gescheiter. Patrick, du warst bis zum 18. Lebensjahr bei der Austria und bei der Admira in der Jugend. Nimm uns mal da mit in die Anfangszeit. Wie war der Start? Ja, grundsätzlich habe ich mit 5 begonnen bei der Austria, war da 10 Jahre, war das letzte Jahr in der Stonach Akademie. Habe die Schule dann abgebrochen, bin zu Admira gegangen. Die Vienna ist ein bisschen später gekommen, bin zu Admira gegangen. Und bin dann, ich glaube, ich war 16 Jahre, 16, 17, dass ich im Profikader raufgezogen worden bin als dritter Tormann. Da war der Thomas Mandl, war 1er Tormann und der 2. Tormann war der Marco Knaller. Ja, und dann war ich als dritter, das heißt, das war schon richtig cool für mich. Ich war im Nationalteam immer dabei. Und die Admira ist aber dann abgestiegen aus der Bundesliga in die 2. Liga. Und da ist dann das Angebot aus Kapfen gekommen. Wo ich gesagt habe, okay, 2. Liga, das ist meine Chance, mich dort durchzusetzen, einmal weg aus Wien, als richtiger Wiener natürlich, einmal raus aus der Großstadt ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ja. Und ich war dann 7 Jahre in Kapfenberg, 7 lange Jahre. Und hast dort auch dein Bundesliga-Debüt gefeiert. Genau. Also für viele, viele Fußballspieler ist ja das eigentlich der Traum, ja, in Österreich die Bundesliga zu spielen oder für deutsche Spieler in Deutschland die Bundesliga zu spielen. Nimm uns mal damit, was war das für ein Moment, als du das erste Bundesligaspiel gespielt hast? Naja, da muss ich ein Jahr oder 1,5 Jahre noch zurückgehen, weil ich war ja im zweiten Jahr bei Kapfenberg, war ich beim Bundesheer ein halbes Jahr. Wo warst du beim Bundesheer? Bundesheer in Graz, ja. In Graz warst du, okay. Und konnte eigentlich ein halbes Jahr nicht trainieren. War dann eigentlich schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, mich freut es eigentlich gar nicht mehr, dass ich Profi bin. Ich war nämlich bis zum 14. Lebensjahr Feldspieler. Ich war Stürmer. Aha. Ja. Und ich habe gesagt, okay, ich pfeife drauf, ich gehe arbeiten. Der damalige Schwiegervater hat mir einen Job besorgt. Bin dann in Wahrheit nach meiner Bundesliga-Zeit zum ASK Baumgarten gewechselt, in die Regionalliga. War dort Stürmer und habe dort gespielt ein paar Spiele, habe auch ein paar Tore gemacht in der Regionalliga und dann hat mir der Tormann das Schienbein gebrochen in einem Spiel. Und kann ich mich noch genau erinnern, da hat mich dann der Werner Gregoritsch, war damals Trainer und ich hatte ja eigentlich noch, glaube ich, 3 Jahre Vertrag bei Kapfenberg, hat mich damals angerufen, wie ich im Krankenhaus gelegen bin mit dem gebrochenen Schienbein und hat gesagt, du bist so ein Trottel. Komm wieder zurück, kriegst noch eine Chance von mir, mach die Reha bei uns und ich nehme die wieder auf. Kann ich mich noch genau erinnern. Und ich habe gesagt, passt, ich gehe es noch einmal an. Ich habe die Reha dann in Kapfenberg gemacht. Und man kann es eigentlich gar nicht glauben, ein Jahr später, wie ich wieder zurückgekommen bin, mit der ganzen Verletzung und
Es war wirklich eine scheiß Zeit eigentlich für mich, weil ich nicht gewusst habe, wie es weitergeht, ob das eh alles verheilt, ob ich wieder so kicken kann wie vorher. Ich bin eigentlich ein Jahr nicht im Tor gestanden. Und ein Jahr später Bundesliga-Debüt unter Werner Gregoritsch gegen Mattersburg. Und das war natürlich dann schon ein richtig geiles Gefühl, vor allem danach, wie das 2-1 gewonnen. Natürlich, das war natürlich noch ein Traum, dass wir da gewonnen haben auch noch. Und danach, es war schon, wie gesagt, wo war ich eigentlich vor einem Jahr? Vor einem Jahr bin ich gelegen irgendwo in Eisenstadt im Krankenhaus und habe nicht gewusst, wohin mit mir. Und da bin ich in Wahrheit meinem Ex-Schwiegervater und besonders natürlich im Werner Gregoritsch sehr dankbar, dass mir der quasi noch eine Chance gegeben hat. Ja, und so bin ich dann eigentlich wieder zurück ins Tor und habe gesagt, okay, jetzt gebe ich wirklich Gas und versuche mich dazu durchzusetzen. Und so habe ich das eigentlich erlebt. Das waren so 1,5, 2 Jahre, die richtig schwer waren. Richtig, richtig coole Story. Also es sind ja viele, viele Zuhörer hier dabei, die auch wahrscheinlich eine Down-Phase gerade in ihrem Leben haben oder im Sport, in dem sie einfach nicht spielen oder schlechte Leistungen bringen, verletzt sind. Ich glaube, dass jeder, der das jetzt gerade hört oder später hören wird, definitiv da Hoffnung schöpfen kann. Also vielen lieben Dank, dass du es da mitgenommen hast. Du kamst dann zum SK in St. Pölten. Genau. Und hast ein ziemlich cooles Spiel gemacht, das ich auf dem Fernsehen gesehen habe. Und zwar gegen PSV Eindhoven. Und das war am 30.07.2014. Habt ihr leider 0-1 verloren. War das das größte Spiel deiner Karriere? Kann man schon sagen, ja. Also das war auch wieder so eine Situation, da war ich ein Jahr in St. Pölten. Habe am Anfang eigentlich auch gespielt und dann ist aber der Riegler dann wieder vor mir gewesen und war natürlich auch wieder eine schwierige Zeit, weil gerade die Torleute, die wissen ganz, also da weiß jeder, wie sich das anfühlt, wenn du am Bangl sitzt, wenn du nicht drankommst, wenn du vielleicht zu Unrecht behandelt wirst, aber das ist immer so eine eigene Sache. Man fühlt sich ja, es gibt ja viele, die sagen, ja, das ist, es läuft immer alles gegen einen und so. Aber in Wahrheit habe ich trotzdem immer probiert, auch wenn es vielleicht nicht fair war, da weiterzuarbeiten und man muss das trotzdem immer annehmen. Und ich war dann eigentlich am Sprung zu Blau-Weiß Linz. Mhm. Nach einem Jahr in St. Pölten. Und dann hat der damalige Manager, der Herr Brunner, hat mich aber dann angerufen und hat gesagt, willst du nicht doch wieder zurückkommen? Mhm. Wir würden dich wirklich gern halten, weil die St. Pölten wollte, dass ich bleibe. Ich habe gesagt, nein, ich will mich verändern, weil ich möchte spielen. Und haben gesagt, na, komm zurück, du kriegst eine Chance. Und ja, wir waren dann in dem Jahr, in dem ersten Jahr, wie ich dort war, waren wir ja auch im Cup-Finale. Das war ja auch schon in Wahrheit ein Highlight. Das heißt, ich hab da im Cup gespielt, bis auf eine Partie habe ich im Cup alles gespielt. Das war dann gegen Red Bull 4-2, oder? 4-2 haben wir da verloren, genau. Ja. Es ist immer geiler geworden in Wahrheit, weil im Viertelfinale haben wir Ried ausgeschalten, auswärts. Dann zu Hause haben wir gespielt gegen Sturm Graz, in der Verlängerung 1-0 gewonnen. Und das Schöne war ja, wir haben gewusst, wenn wir im Halbfinale gewinnen gegen Sturm Graz, sind wir in der Europa League dabei. Das war damals noch so. Mhm. Ja. Und somit war das natürlich für uns super. Wir spielen halt gegen Salzburg, die haben wir natürlich damals eine unglaubliche Mannschaft gehabt. Also da hat noch gespielt der Mann. Soriano, der Alan. Ja, also das war schon eine richtig geile Truppe. Und da haben wir uns eigentlich gut verkauft mit 4-2. War in Ordnung. Mhm. Und ja, dann wollte ich ihn weg, dann bin ich doch geblieben, habe dann 2 Jahre unterschrieben und genau so ist es dann wieder total schnell gegangen. 3 Wochen später spielst du in Bulgarien die erste Euroleague-Quali-Partie gegen Plovdiv. War richtig geil, das war dann, da haben wir uns dann wirklich alle mal reinversetzt, was das heißt, jeden dritten Tag zu spielen. Also das war dann schon geil, da spielst du dann Euroleague, dann spielst du am Freitag in Kapfenberg vor 200 Leuten. Und spielst nach Eindhoven und spielst auf einmal vor 30.000. Also das ist schon... Und das war, zu deiner Frage zurückgekommen, war auf jeden Fall das Spiel meines Lebens, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das wird sich nicht mehr ausgehen, vielleicht irgendwann einmal als Trainer. Mhm. Aber das war mit Abstand das geilste Spiel und das Feeling und auf so einer Bühne mal stehen zu dürfen und auch, wir haben uns da auch damals sehr gut verkauft, 1-0 verloren. Ich glaube, der Luc de Jong hat damals ein Kopfballtor gemacht. Und ja, es war schon richtig cool. Also das war schon ein geiles Erlebnis, ja. Und das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, es ging dann zur Vienna und genau. Danach kamst du zum Wiener Sportclub und zur Elektra.
Willst du uns da irgendwas erzählen? Ist irgendwas Besonderes passiert in dieser Zeit? Du warst ja ziemlich lang bei der Wiener und nicht so lange im Sportclub. Ich war 3 Jahre bei der Wiener, 2,5 Jahre bei der Wiener. Das erste halbe Jahr war ich da sogar nur auf der Bank, weil da war der Vollnhofer noch da. Vollnhofer hat dann noch bis Sommer fertig gespielt, da sind wir Zweiter geworden. Und für mich war dann eigentlich klar, dass ich dann spielen werde, weil er geht dann weg. Er ist dann, glaube ich, zurück nach St. Pölten gegangen. Und ja, und im darauffolgenden Jahr haben wir die Regionalliga gewonnen, sind wir Meister geworden. Sind aber nicht aufgestiegen, weil man halt, weil da was mit der Lizenz nicht passt hat. Ich glaube, da war ja der Care Energy war ja da dabei und der ist ja leider verstorben damals und somit sind wir nicht aufgestiegen. Ja, und dann war ich eigentlich noch ein halbes Jahr dort und dann sind wir in die fünfte Liga runtergerutscht mit der Wiener. Das war natürlich dann auch nicht lustig. Da habe ich dann auch ein War der halbes Katzer schon oder der Markus Katzer das schon übernommen oder war das später? Ich glaube, der Mackie hat es in der fünften Liga dann übernommen, hat aber noch gespielt. Weil Ah, da hat er noch gespielt, der ja. hat glaube ich, so Doppelfunktion gehabt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Weil der hat er noch länger spielen können, weil der war ja immer gut benannt. Und Naja, ich habe mit ihm ein Interview geführt vor, glaube ich, 1 Monat. Das hat ja. 3 Stunden dauert. Ein super Charakter auf jeden Fall, Ja, super Typ auf jeden Fall und natürlich viel erlebt. Und wenn du so einen in der ja. Mannschaft hast, kannst natürlich immer ein bisschen was abschauen und aber ein cooler Typ und wie man sieht, macht er das ja ganz gut bei der Wiener, weil sonst wird das ja nicht so gut laufen. Die Absolut, absolut. sind am Weg wieder zurück. Die können ja auch mindestens in die dritte Liga. Also wäre für den Sportclub auch ganz nett natürlich. Ja, und wie gesagt, Sportclub, dann bin ich zum Sportclub gewechselt, zum Ja. Verein eigentlich, aber zwischen Wiener und Sportclub ist ja eigentlich nicht so wie bei Rapid Austria, das kannst du nicht vergleichen. Für alle deutschen Zuseher und Zuhörer, das größte Spiel in Österreich ist ja das Wiener Derby, Austria gegen Rapid. Und da ist sehr viel Brisanz drinnen. Und es gibt auch ein zweites kleines Wiener Derby zwischen der Wiener und dem Sportclub. Es wird auch ganz liebevoll Derby of Love genannt, weil da viele, viele Fans untereinander auch befreundet sind und in ihren Familien ganz viele Leute, zum Beispiel 2 Leute für Sportclub und 2 Leute für die Wiener sind. Und da gibt es eigentlich wenig bis gar keinen Hass. Ja. Also wenn man da von der Wiener zum Sportclub geht, ist das jetzt, sagen wir mal, okay. Ja, wenn du das brauchst, aber der Beat machst, hat er wieder besonders Hass. Das war ein bisschen anders. Natürlich hat es ein paar gegeben, denen das nicht so passt hat, aber das heißt immer. Wirklich, okay. Auch von der, natürlich, weil ich war doch 2,5 Jahre dort und habe mir eigentlich dort ein super Standing aufgebaut, bin dort Meister geworden und bin dann in Wahrheit in der fünften Liga nach einem halben Jahr, wie gesagt, ja, mit 40 tue ich mir das an. Wenn ich 40 Jahre bin, dann stelle ich mich dort rein, dann reicht das auch. Aber wenn es nicht einmal schwitzt beim Match und weiß nicht, das Dress wieder zurückkennst nach dem Match, so wie du es vorher angezogen hast, für das war ich noch nicht bereit und habe gesagt, ich muss mich verändern, ich möchte nochmal rauf. Und da war dann eben das Gespräch mit dem Wiener Sportclub und das hat voll passt. Ich habe gewusst, das ist genauso ein geiler Verein. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass der eine besser oder schlechter ist. Fans auf beiden Seiten, unglaublich geil. Und ja, und dann war ich 2 Jahre beim Wiener Sportclub. Eigentlich eine super Zeit gehabt, weil dem Wiener Sportclub ist ja eigentlich viele Jahre nicht so gut gegangen. Die haben ja viele Jahre um einen Abstieg gespielt. Und genau wie ich dann gekommen bin, haben sie eigentlich gesagt, okay, sie möchten jetzt wieder eigentlich vorn mitspielen. Sie holen 4, 5 gestandene Spieler. Da war Jürgen Xandl, ist dann auch wieder zurückgekommen. Das ist ja auch eine Legende beim Wiener Sportclub. Und ja, und somit war ich 2 Jahre hintereinander Top 4. Und es war eine richtig geile Zeit, weil die Mannschaft, die Jungs, mit denen habe ich jetzt noch Kontakt. Das habe ich eigentlich bei keinem anderen Verein so erlebt wie beim Wiener Sportclub. Ja, natürlich lernt man viele Kollegen kennen in Wahrheit. Und man hat natürlich in der Zeit, wenn man beim Verein ist, auch viele Freunde. Aber wenn man dann im Verein wechselt, gibt es ganz, ganz wenige, die da dann bleiben. Und ich muss sagen, so wie es beim Sportclub ist, da habe ich nur immer eigene Gruppen und da hört man und sieht man sich noch immer. Und also das ist wirklich eine geile Truppe, es sind coole Jungs dabei. Und es war eine wirklich geile Zeit, ja. Ja, und dann war eben der Absprung quasi zu Elektra. Wollte Das ich war jetzt im eigentlich, Sommer, ne? Sommer genau, war 20 jetzt war im das. Sommer, ich wäre natürlich noch gern geblieben beim Wiener Sportclub, aber es hat dann einfach nicht mehr passt. Und ich bin ja schon über 1 Jahr bei Rapid im Nachwuchs als Torwarttrainer tätig. Ich war vorhin der Aha. Torwart der Akademie. Das sind so externe Jungs, die kommen und von einem Torwarttrainer von Rapid trainiert werden. Und im Sommer bin ich dann von Rapid übernommen worden,
macht da die U10 bis zu U12, die Torleute. Und natürlich, die sind im Happelstadion, die trainieren im Happelstadion und die Elektra ist auch im Happelstadion. Und da habe ich gesagt, ja, das ist perfekt. Da habe ich mit Herrn Huber gesprochen, dem Präsident von Elektra. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Wir waren uns da einig, wir waren uns sympathisch und haben gesagt, passt, das machen wir, das ziehen wir durch. Wir wollen schauen, dass die Elektra raufkommt in die Regionalliga in den nächsten 2 Jahren. Und ja, und so passt das für mich optimal. Ich gehe zum Rapid-Training im Happelstadion und gehe dann zu Fuß zu meinem Training zu Elektra. Und die haben ja auch eine Kooperation, weil die Elektra trainiert in Wahrheit am Trainingsplatz von Rapid in diesem Trainingszentrum. Somit habe ich da nicht lang trauert, dass ich dann von der Regionalliga in die 4. Liga gegangen bin, sondern habe eher schon in die Zukunft gedacht, okay, wie könnte sich das entwickeln? Vielleicht komme ich mit der Elektra eh nochmal rauf. Ja, und ich konzentriere mich in Wahrheit jetzt schon ein bisschen auf mein Dormann-Trainer sein. Ich mache meine Trainerscheine schon nebenbei. Mhm. Und so soll es eigentlich mit mir in Zukunft ausschauen. Cool. Welche Tür dann aufgeht oder welche nicht, weiß man natürlich nie. Aber ich bin da guter Dinge und es wird schon passen. Ja, sehr gut, sehr gut. Also du hast auf jeden Fall einen Plan und du verfolgst den Plan, das ist das Wichtigste im Leben. Ja. Wenn ein Mensch kein Ziel hat, wir haben so eine Energie in uns, der nennt sich Geist. Ja. Wir haben diesen Geist nicht mehr etwas richten, was wir haben möchten, dann schickt uns unser Geist einfach irgendwo hin und wir bekommen irgendwas. So. Wenn ein Mensch ein Ziel hat, einen klaren Plan, dann bekommt er das im Regelfall, wenn er wirklich was dafür umsetzt. Ne? Und du bist ja wirklich guter Dinge und ich bin mir zu 1000% sicher, du machst den Weg und wir werden noch ganz viel von dir als Traumtrainer hören. Vielleicht sogar als Trainer, oder? Auf der Bank. Nein, ich glaube, das Trainergeschäft ist gar nicht so meins. Mhm. Eher so wirklich nur der Dormann-Trainer, also sehr speziell. Ja, ich weiß nicht warum, aber mir hat das einfach immer taugt. Das ist irgendwie so wie eine eigene Truppe in Wahrheit, die Torleute. Mhm. Ja, ich würde sagen, noch immer sind ein bisschen eigene Leute, aber es hat sich Gott sei Dank auch ein bisschen geändert. Weil also was ich als Mentaltrainer sagen muss, schon unterbreche, ist definitiv, dass die Tormänner die mental stärksten Fußball sind. Absolut. Ja, weil es gibt keinen Sport auf dieser Welt, der so ego-getrieben ist wie der Fußball. In jeder Sportart wird Mentaltraining schon fabriziert, seit der Kindheit oder der Jugend. Besonders ja. Tennis, die sind mental stark, das ist ein Wahnsinn. Im Fußball ist das anders. Warum? Erstens wegen dem Ego und zweitens, man weiß als Feldspieler ganz genau, wenn ich einen Fehler mache, der andere kann sie wieder ausbügeln. Das heißt, ich mache 10 gute Aktionen, 5 Fehler, merkt keiner. So, macht der Tormann 20 gute Aktionen und eine Scheißsituation, merkt sie jeder, weil es ist ein Gegentor. So, das heißt, der Tormann generell ist viel mehr mit sich selber beschäftigt, viel mehr mit seinem Prozess. Ja? Und deswegen sind das für mich mit Abstand, ich habe mit vielen Tormännern schon zusammengearbeitet, die mental stärksten, definitiv. Das stimmt, absolut. Also das habe ich natürlich in meiner Karriere oft erlebt. Natürlich in meinen jungen Jahren war das auch nicht immer so einfach. Auch ich habe da auch noch nicht so viel am Plan gehabt, wie es mit mir weitergeht und so weiter. Das kommt ja auch erst mit dem Alter. Und gerade im Dormannsein, umso älter man wird, umso, körperlich würde ich nicht sagen, dass man besser wird, logischerweise, umso älter man wird, umso schwieriger ist es, den Körper fit zu halten. Aber das Mentale und im Kopf, du machst so viele Sachen anders, die du vielleicht vor 10 Jahren schlecht gemacht hast, würde ich jetzt sagen, die du einfach anders änderst oder mit Situationen anders umgehst. Mhm. Und das hilft schon natürlich. Ja. Also die Spielpraxis ist extrem wichtig bei einem Dormann. Ich habe das auch oft erlebt, wenn du über 1-2 Jahre vielleicht kein Spiel machst und dann mal wieder mal spielst, das ist wie, als würdest du neu Radfahren lernen. Also es ist wirklich, weil du bist wirklich auf einer... Es ist egal, ob du jetzt in der Bundesliga spielst oder in der 5. Liga spielst, ein Dormann muss trotzdem immer das abrufen können. Der Druck ist trotzdem immer da. Natürlich habe ich in der 5. Liga keine 20.000 Leute, aber es ist trotzdem, du gewöhnst dich ja auch dran und du musst trotzdem immer so mental stark sein, dass du in Wahrheit keine Fehler machst. Und das ist natürlich die Kunst des Torwartspiels. Ich habe immer gesagt, wenn mit mir einer diskutiert über das Torwartspiel, habe ich immer gesagt, was bringt mir ein Tormann, der da 5 Bälle aus dem Kreuzweg holt? Und in Wahrheit dann leichte Fehler macht, weil er unkonzentriert ist. Also ich habe immer versucht, der Tormann zu sein, dass ich die Bälle halte, die ich halten muss. Natürlich halte ich einmal einen Unglaublichen auch. Aber dass ich die Konstantheit, glaube ich, bei den Torleuten, das ist die Schwierigkeit. Mhm. Dass man konstant Woche für Woche seine Partien, es bringt mir nichts, dass einer, weiß nicht, eine unglaubliche Partie reißt, dass er 3 Punkte da der Mannschaft bringt und die nächsten 2 schüttet er aus, wo er 6 Punkte verliert. Ja. Und das ist natürlich die Kunst des Torwartspiels, mental so stark zu sein und immer auf der Höhe zu sein. Und
Das ist nicht leicht. Also wenn ich da sehe in der Champions League oder so die jungen Torleute, die das manchmal wirklich, wirklich gut schon machen, deswegen spielen sie auch in der Champions League, also Hut ab. Also ich war in den Jahren nicht so weit. Also das hätte ich nicht erbockt. Ja. Ich habe auch schon mit dem Podcast, ich glaube, du bist jetzt der fünfte Tormann. Da war der Mario Zocher dabei, der ist bei Kaffenberg Dreier-Goalie, hat eine ganz, ganz schwierige Phase gehabt in seinem Leben und in seiner Karriere. Okay. Alexander Schlager von Linz, also ganz hohes Hoch, ja, Nationaltorhüter. Dann ein Christopher Knett, Legionär in Griechenland, bei Panathinaikos. Ja. Also jetzt bist du, glaube ich, der vierte. Und bei jedem Tormann sieht man irgendwie so eine Eigenschaft, die irgendwie jeden verbindet. Ja, und es ist einfach dieses ruhige, in sich gekehrte. Ja. Ja. Das ist einfach diese Balance zwischen allem zu haben. Ja. Und das ist einfach aus meiner Sicht vom Mentaltraining zu 1000% der Fall, weil sich Tormänner mehr mit sich selber beschäftigen müssen, als das Feldspieler tun. Ja. Gut, Patrick, wenn wir zwei unseren Film anschauen, dann interessiert uns nicht bei dem Film, dass der Hauptrolle gut geht und die Hauptrolle hat alles, was die Hauptrolle haben will. Sondern wir wollen wissen, was macht die Hauptrolle, wenn es Probleme hat, wenn die Zeit schwierig wird. Ja? Weil die Menschen lieben das, dass wir anderen zuschauen und wir sehen, wie sie die Probleme lösen. Mhm. Was war deine schwierigste Zeit in deinem Leben? In meinem Leben? Da waren einige dabei, glaube ich. Wenn ich es jetzt mit der Phase, natürlich das betrifft jetzt auch den Sport ein bisschen, mit dem Schienbeinbruch, wo ich wirklich in einer Phase war, wo ich nicht gewusst habe, wie es nächstes Monat weitergeht, auch finanziell natürlich. Also da ging es dann schon wirklich um Existenzängste, wo ich nicht gewusst habe, okay, wie geht es weiter? Weil ich habe dort verdient, was im Baumgarten 300, 400 Euro, 500 Euro, du musst halt auch einmal auskommen. Ne? Und es war natürlich, wie ich eigentlich weggegangen bin aus Wien nach Kapfenberg und dann nach Baumgarten. Ich habe da schon ein bisschen meine Wohlfühlzone in Wien total verlassen, weil da ist ja meine Familie und meine Freunde und alles. Und da war schon so eine Phase, wo ich eigentlich total allein war. Mhm. Also okay, was mache ich jetzt eigentlich? Da habe ich, wie gesagt, dann das Glück gehabt, dass der Ex-Schwiegervater mich ein bisschen an der Hand genommen hat, weil sonst, wo es hingegangen wäre, weiß ich nicht. Also ich glaube, mit Fußball hätte ich dann nicht mehr viel zu tun gehabt. Ich glaube, das wäre sie nicht mehr ausgegangen. Und ja, wie gesagt, ich habe dann natürlich schätzen gelernt, dass Freunde, Familie und Freunde eigentlich das Allerwichtigste sind. Wichtiger wie Fußball oder wie Geld sowieso. Weil viele immer glauben, ich muss viel Geld verdienen, aber das kommt. Geld kommt sowieso, wenn es einem gut geht. Dann kommt das irgendwie. Und außerdem, ich habe in meiner Karriere, für meine Verhältnisse, jetzt, ich spreche jetzt nur von mir, viel verdient und wenig verdient. Und in Wahrheit, in den Phasen, vor allem in Kapfenberg, wo ich nicht viel verdient habe, ist mir immer am besten gegangen. Ich weiß nicht warum, aber es war eigentlich immer so, umso mehr so man ist, umso mehr Probleme sind irgendwie entstanden. Dass dort wer kommen ist, der kennt dich auf einmal, der will auf einmal was von dir. Und das war eigentlich so, wo ich gesagt habe, ja, Geld, schön und gut, man braucht zum Leben, leider. Man braucht ein bisschen was, aber das ist auf jeden Fall nicht das Wichtigste. Natürlich in der jetzigen Zeit, in der Corona-Phase, denken die meisten Menschen wahrscheinlich 80% nur über das Finanzielle. Verständlich natürlich, weil viele ihre Jobs verloren haben. Aber es geht immer irgendwie eine Tür auf und an das muss man eigentlich einfach glauben. Das Leben geht weiter. Wir leben in Österreich, in einem unglaublichen Land, wo es immer weitergehen wird. Es wird da immer geholfen, aber du musst wollen, wenn du nicht willst. Wenn du dich dann hinlegst in die Couch und die einmümmelst und einfach sagst, das Leben ist scheiße, dann ist es auch scheiße. Wenn du sagst, hey, ich stehe jeden Tag auf um 8 und schlafe jetzt nicht jeden Tag bis um 11, weil ich die Zeit habe, sondern ich stehe auf, lese ein Buch, mache irgendwas, recherchiere, wie kann ich dort weiterkommen. Das kann ja in jedem Bereich sein, im Wald. Ob ich jetzt was anderes lerne, in eine andere Richtung gehe oder Trainerkurse mache oder mich dort irgendwie fortbilde. Und das war so die Phase eben bei dem Schema, wo ich gesagt habe, okay, das hat mich schon extrem mitgenommen, dort will ich nicht mehr hinkommen. Und da habe ich ein bisschen auch natürlich meine Einstellung gesagt, eigentlich ist das Leben urgeil, ich lebe in einem super Land, ich habe Freien, ich darf Fußball spielen in Wahrheit, ich darf mit meinem Hobby zum Beruf machen. Und so wie es mir da gegangen ist, ist mir eigentlich nie wieder gegangen, weil ich habe gesagt, egal, wenn ich einmal schlecht gespielt habe oder wenn es einmal nicht gerannt ist oder in der Familie irgendwas nicht passt hat, ich habe immer gesagt, scheißegal, das Leben geht weiter.
Morgen geht die Sonne wieder auf und dann schauen wir, was passiert. Ja, sehr cool, sehr cool. Danke, dass du mitgenommen hast. So wie du gesagt hast, zwei Punkte möchte ich nur ganz kurz ansprechen. Der erste Punkt ist, wie du gesagt hast, in Kapfenberg, wo ich nicht viel Geld hatte, ging es mir eigentlich am besten. Das ist unter anderem der Grund, weil wir Menschen glücklich sind, wenn wir wirklich im Moment sind. Also wenn wir wirklich im Jetzt sind. 60% unserer Gedanken sind in der Zukunft und 40% unserer Gedanken sind in der Vergangenheit. Das heißt, 0% unserer Gedanken sind in der Gegenwart. Von 60.000 Gedanken pro Tag. Also das ist ja Wahnsinn. Und wenn wir es wirklich schaffen, hier anzukommen in dem Moment, durch viele Sachen wie Meditieren, Fußball spielen, Gespräche, dann fühlen wir uns aber nur gut, weil wir können nicht unglücklich sein. Im Moment, im Hier und Jetzt gibt es nur Glück. Gibt es nur Glück. Und wenn ein Mensch gefordert ist, dann ist er gezwungen, im Jetzt zu sein. Ja? Und kann sein, dass das der Grund war bei dir. Und der zweite Punkt mit dem Geld, finde ich richtig cool, die Einstellung. Und du hast einen Satz gesagt, der mir sehr, sehr gefallen hat, den ich für mein Leben auch begriffen habe in den letzten 3 Jahren. Wenn es dir gut geht, dann kommt Geld sowieso zu dir. Weil Geld ist nichts anderes als Energie. Früher waren es Wertgegenstände, dann waren es Münzen, dann waren es Papierscheine, jetzt teilweise noch immer. Und jetzt sind es eigentlich hauptsächlich digitale Zahlen. So, was wir reininterpretieren in Geld, was Geld wirklich ist, macht Geld das, was es ist. Eigentlich ist es nur Energie. Das stimmt total, also totaler Energiebooster. Ich kann das, also gerade in meiner jungen Zeit, wenn's da viel Geld bekommen hast, ich glaube, du bist da, weiß nicht, der Superman. Und wenn es dann gerade okay, es geht Ende des Monats zu, jetzt wird schon langsam Zoom. zack, voll zusammen, sagt der Scheiße, das ist alles Arsch. Und das ist eigentlich ein voller Blödsinn eigentlich, ja. Nein, nein. Ja. Absolut. So habe ich natürlich mein Leben auch total geändert durch die ganzen Situationen, die ich erlebt habe. Ich sage, ja, mir geht's, ich bin zufrieden mit meinem Leben, meine Karriere ist super verlaufen. Ich sage immer, es hätte immer besser sein können, aber es hätte auch immer schlechter sein können. Ich hab eine Frau, die super ist, die seit 10 Jahren bei mir ist, die auch vieles miterlebt hat. Seit 10 Jahren? Okay, cool, weil ihr war seit 10 Jahren auf einem. Ja, jetzt Ja, sind ja. bald 10 Jahre und 3 Jahre verheiratet. Okay. Und Das heißt, 2011, wann war das? 2011, 2011, ne? An Silvester haben wir uns kennengelernt. 2011 Silvester. Na, wir waren 2011 im März. Da war Okay. ich 16, sie war 17. Und da war ich ein ganz gefährlicher Typ mit Lederjacke. Okay. Und da habe ich es gesehen am Festl, was am Bauernfestl. Mit einem Zelt und da bin ich irgendwann sehr angesprochen seitdem. Ja, Hat das ist echt funktioniert. Aber ich sehr sage gut. schon, das ist so Arbeit. Das wäre die nächste Frage nämlich gewesen mit deiner Frau. Ich sehe, dass du viele Fotos machst mit deiner Frau, ja, und da auch sehr aktiv bist auf Instagram. Und deswegen die Frage an dich: Wie wichtig ist deine Frau und wie wichtig findest du auch den Prozess, die Entwicklung in einer Beziehung für dich persönlich als Fußballspieler? Also ganz, ganz wichtig natürlich, weil wenn meine Frau kennengelernt habe, da war ich, das ist jetzt bald 10 Jahre her, da war ich so 22, 21, 22, so 22 herum, war natürlich gerade voll in der Bundesliga-Zeit, war voller Kracher und habe geglaubt, die Welt gehört mir und ich kann keiner aufhalten und das war natürlich so eine Phase, jedes Wochenende fortgehe und feiern lassen und ich hab meine Frau damals im Volksgarten kennengelernt. Ja, Volksgarten zu Silvester und ich hab sie angesprochen. Und wenn ich jetzt die Entwicklung hernehme von den letzten 10 Jahren, natürlich die Anfangszeit ganz, ganz extrem, weil sie ist ein Deutscher, die ist sehr strukturiert, sehr klar, die macht keinen Blödsinn, also die hat voll einen Plan von dem Leben, die weiß, was sie in 5 Jahren machen will, die weiß, was sie in 10 Jahren machen will, sehr strukturiert und Was ist hier vom Sternzeichen? Löwe. Ha! Okay. Und Aszendent? Hast du das auch vielleicht? Keine Okay. Ahnung. Das Aber weiß ich. Löwen sind führende Wesen, ja? Sind Feuerwesen, viel Leidenschaft und Ja, das stimmt. Alpha-Tiere. Das heißt, sie müssen bestimmen, was passiert, ja? Was bist du vom Sternzeichen? Weil ich bin nämlich auch Löwe, Aszendent. Ja, ich bin Fisch. Du bist Fisch, okay. Ja. Wasser, sehr ruhig. Wasser Ja. und Feuer. Okay, cool. Okay, Ja, Entschuldigung. da haben wir uns eigentlich, also sie hat mich schon auch ein bisschen runtergeholt, weil natürlich die Anfangsphase, man will natürlich alles zeigen, was man alles hat und was man alles kann. Und das war natürlich, sie hat selber gesagt, das braucht sie gar nicht, ja, weil sie hat gesagt, sie ist materialistisch überhaupt nicht, also das taugt überhaupt nicht, sie ist erzogen worden, ihre Eltern sind seit, weiß ich nicht, 40 Jahren verheiratet und die kennt sowas nicht und sie hat gesagt, das braucht sie nicht, dass wir jeden Tag irgendwo hin essen gehen oder so.
Und da bin ich schon sehr, sehr viel ruhiger geworden durch sie. Also sie hat mir dann schon sehr geholfen. Und natürlich durch ihre deutsche Gründlichkeit natürlich mir auch sehr viel beigebracht. Sie ist 2 Jahre älter als ich. Und also die ist schon sehr, sehr clever und hat, es war schon immer sehr beeindruckend, wie sie alles unter den Hut kriegt. Arbeit 40 Stunden im Bachelor, dann gleich im Master in Anschluss auf 2, 3 Jahre. Also das war schon, also ich, natürlich, wenn ich glaube, ich es wollen würde, könnte ich es vielleicht schaffen, aber Hut ab, das von dieser Leistung, also das ist schon unglaublich eigentlich, was sie da geleistet hat. Währenddessen ich natürlich als Fußballer auch nicht immer einfach bin. Ich bin am Wochenende immer einen Tag nicht daheim. Das heißt, ich habe eigentlich eine 6-Tage-Woche, bin ständig am Training am Abend, komme heim, da schlaft sie meistens schon. Und da hat sie mich schon sehr, natürlich ein bisschen an der Leine auch genommen am Anfang, aber mich total verändert. Also wenn mich Leute jetzt 10 Jahre später sehen, würden sie sagen, das gibt es ja nicht. Wir haben geglaubt, du bist, weiß ich nicht, du bist in Häfen oder was machst du? Und deswegen finde ich, natürlich, man schafft es alleine auch, aber das kann ich nicht beurteilen. Aber natürlich, wenn man eine starke Frau oder natürlich eine starke Familie oder Freunde hat, das ist natürlich bei einer Frau viel, viel mehr, weil die ja tagtäglich bei dir ist, die selber sehr ehrgeizig ist und die auch sehr viel Sport macht. Und da ist natürlich, die hilft dir natürlich schon sehr und zieht dich mit auch ein bisschen, wenn du so ein bisschen ins Wanken kommst. Genauso wie ich sie mitziehe, wenn sie sagt, ah, heute ist wieder Wahnsinn, geht nicht wurscht, morgen ist wieder anders. Genauso ergänzen wir uns sehr gut. Ja. Deswegen hat sie mir sehr geholfen und weil du gesagt hast, wegen die Bilder, sie war ja damals bei Austria's Next Topmodel, da habe ich sie kennengelernt, da war sie dabei. Und sie hat mich dann Jahre später eigentlich auch zum Modeln gebracht, weil ich Modeling war halt auch schon seit 7 Jahren. Cool. Und ja, das ist halt immer so nebenbei mitlaufen. Das geht ja so ab der Regionalliga, ist ja das alles möglich, dass du halt irgendwelche Jobs hast oder so. Und da hat sie in Wahrheit mir so die ersten Schritte, ja, hat sie mich da reingebracht und war natürlich super, bin ich super dankbar. Das ist ein super Ausgleich für mich. Das hauptberuflich, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich nie machen, weil diese Branche sehr oberflächlich ist. Du bist natürlich jedes Mal bei einem Job mit anderen Leuten am Set. Der andere erzählt da immer seine Geschichten, wo er überall die Jobs macht. Ich bin jetzt überhaupt nicht ungut, aber mich interessiert das nicht, wie oft du in Mailand am Laufsteg bist. Ich mache meinen Job und gehe wieder. So sehe ich das halt. Ja. Natürlich macht das Spaß als Ausgleich zum Fußball. Weil es natürlich genau irgendwas anderes ist. Da bist vom Mannschaftssport bist du eigentlich der volle Einzelkämpfer. Du stehst da vor der Kamera, da sind 20 Leute im Hintergrund und du musst performen. Ja. Also das war am Anfang natürlich auch sehr lustig für mich. Also ich bin da hingegangen und hab schon wieder duschen müssen, weil ich so geschwitzt habe, weil ich Angst gehabt habe, was da passiert. Ja. Aber das ist genauso wie, glaube ich, in jedem anderen Beruf. Am Anfang denkt man sich immer, ah, hoffentlich mache ich da eh nichts falsch und es passt eh alles. In Wahrheit war es halb so schlimm. Ja, ich habe auch mal Fotoshoot, ich habe mehrere Fotoshootings gemacht, aber das, was mich wirklich so erinnern kann, dass das letzte Mal war, das war in Schönbrunn und das war halt professionell mit Kamera und alles für die Homepage, die ich eigentlich gemacht habe. Und da sieht man eigentlich, wie dumm die Leute sind. Die ganzen Touristen, die da waren, die haben geglaubt, ich bin irgendeine hohe Persönlichkeit, haben von mir mit ihren Handys Fotos gemacht, ja, wollten mit mir Fotos machen. Es war unglaublich. Und ich habe gesagt, hello, I'm a mental coach. Ja. Bleib am Boden, Kollege. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber kann man vorstellen. Ja? Der famous Mental Coach von Austria. Na sicher, Herr, so sicher. Gut, Patrick, wir kommen zu einem kurzen Wortrap. Ich beginne einen Satz und du Ja. beendest den Satz oder ich stelle eine Frage und du tust es einfach beantworten. Okay. Alright? Ja. Ich bin. Ich bin sehr liebevoll. Fußball ist Das Zweitwichtigste in meinem Leben. Die Welt ist Rund. Lieblingsbuch. Ja, ich lese gerade sehr viel über Kryptowährungen. Das heißt, das ist jetzt gerade so, da bin ich so gerade drinnen. Sonst habe ich nicht, das ist jetzt nicht da. Ist jetzt kein klassischer Wordrap, aber von Paulo Coelho habe ich einige Bücher gelesen. Aber jetzt bin ich halt voll drin in dieser Kryptowelt, in dieser Bitcoin Okay. drinnen. Und das sind eigentlich die Bücher, die ich jetzt gerade voll verschlinge und mich da total reingebe.
Meine Frau ist. Alles für mich. Das macht mich wütend. Wenn ich ein Gegentor bekomme. Das macht mich glücklich. Wenn es allen rundherum gut geht. Das wünsche ich allen. Ein schönes Leben. Die natürlich auch. Patrick, vielen lieben Dank fürs Interview. Wir haben vorhin schon ein bisschen plaudert. Ich glaube, wir plaudern jetzt ein bisschen noch weiter, wenn das Interview Ja. zu lang ist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke für deine Zeit. Danke für deine Energie und danke, dass es dich gibt. Danke für die Einladung, sehr gerne. Danke dir.